Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Arrow Review. Ja, heute gehen wir in den Oldschool Thrash Metal Bereich mit der Band Mesro und ihrem aktuellen oder ja neuen oder auch zweiten Album Summon Thy Demons. Da kommen wir noch zu, zum Optischen. Erstmal zur Band selbst. Ja, Mesro gibt es schon seit 1987, wobei es gibt die wohl schon eigentlich länger. Die hießen mal Necromancy, die hießen mal Dark Ripper und dann seit 87 Mesro, kommen aus Schweden, ja, und machen halt oldschooligen Thrash Metal. So, dass es gibt einige Singles, es gibt einige Demos, es gibt ein Video, es gibt eine Compilation, ja, von 2022, ist das letzte Lebenszeichen bisher und jetzt haben wir halt das neue Album. Und mir ist diese Band schon seit meiner Teenagerzeit bekannt, denn ich hatte mal ein Album von denen, nämlich das einzige andere vollwertige Studioalbum, Then Came the Killing von 1990. Nun wisst ihr, falls ihr meinen Kanal ein bisschen verfolgt, ne, dass ich Dulli irgendwann mal meine ganzen Thrash- und Death-Metal-Sachen alle verkauft habe. Das hörst du sowieso nicht mehr, das war eine Phase. Und heute würde ich mir das alles, auch die Death-Sachen, wieder zurückwünschen. Das war nämlich alles geiler Oldschool-Scheiß, wo ich tatsächlich noch ein bisschen was mit anfangen kann. Vor allem im Thrash Metal natürlich, aber auch im Death bin ich ja nicht ganz abgeneigt, ne? Es ist wahr. Und vor allem, wie oft mir immer wieder Sachen einfallen. Ach genau, die hattest du ja auch mal. Da merkst du erst, wie viel ich da mal hatte. Das ist erstaunlich. Und so eben auch Then Came the Killing von Mesro. So, ich habe das auch mal irgendwann mal meiner Süßen erzählt. Wir sprachen öfters mal über das Thema Musik, die wir mal hatten und mal gut fanden und der jetzt gar nicht mehr in der Sammlung ist, weil irgendwann fanden wir es mal kurz doof und haben es dann verkauft und alles Sachen, die man nie wieder macht heutzutage. Ja, meine Süße hat reagiert. Ich habe dann jetzt wieder die Then Came the Killing von Mesro. So sieht das Ganze aus. Sie hat mir die dann, ich weiß nicht wo, irgendwo aufgetrieben und gekauft. Ja, das ist das natürlich nicht meine alte Version jetzt. Ne? Wobei, weiß ich natürlich nicht. Keine Ahnung. Kann ja sein, dass ich die verkauft habe. Und die ist dann kreuz und quer durch Deutschland und irgendwo online gelandet. Und jetzt habe ich sie wieder. Das weiß ich nicht. Weiß man ja nie. Ne? Aber ja gut. Die habe ich halt wieder, aber da geht es jetzt nicht drum. Es geht jetzt hier wieder um, es geht jetzt um das neue Album. Und das finde ich halt erstaunlich. Teilweise, du entdeckst dann Alben, wo du sagst, was? Sind das die, die ich kenne? Oder ist das jetzt einfach eine Band, die jetzt auch so heißt, weil die andere gibt es ja nicht mehr? Und dann recherchierst du und siehst, nee, das sind die Mesro, die du damals gefeiert hast. Ich habe die sehr gerne, vor allem Titeltrack, sehr oft gehört damals. Ja. Und, ja, also ein Comeback von einer Band, die es ja nie geschafft hat, die ja nie einen Durchbruch hatte. Ich meine, kennt ihr Mesro von damals? So? Nicht wirklich, oder? Das ist ja jetzt keine große Thrash-Metal-Band, aber es bewegt sich im Bay Area Thrash-stilistisch. Und es ist gut. Auch das alte Album ist sehr gut, immer noch, finde ich. Ja. So, ja, also kommen wir ganz kurz zu den Members hier auf dem aktuellen Album. Wir haben einige, natürlich einige neue Mitglieder, aber eben auch einige alte, zum Glück auch den Sänger, Uffe Pettersson, ja, der ist übrigens auch noch bei einer Band namens, oh Gott, wie spritzt sich das aus, das habe ich nie hingekriegt, ne, da hatte ich auch eine CD von, Rosicrucian, da hatte ich mal das Album, jetzt muss ich das Cover sehen, nee, ich hatte das zweite dann, oh ja, genau, No Cause for Celebration, das ist auch so ein Thrash-Metal-Album, das ich mal besessen habe. Und ich, Dulli, hab's dann mitverkauft, ne? Ja. Eine von den zahlreichen. Grinder, Cold Steel, Zoetrope. Oh, ich könnte jetzt stundenlang weitermachen. Das ärgert mich. Mean Streak mit einer Frau. Thrash Metal mit einer Frau am Mikro. Und dann siehst du auf dem Cover nur so eine Motorhaube von so einem Auto oder irgendwie so ganz komisch. War auch richtig gut. Poltergeist. Oh, aufhören, Tommy. Sonst ärgerst du dich gleich wieder. So, dann haben wir hier am Bass ebenfalls, ja, na, nicht ganz Gründungsmitglied, aber seit 1989 dabei. Conny Whelan, der war mal bei Wizard. Was? Den Wizard, den ich auch kenne? Oder andere Wizard? Nö, eine Band namens Wizard Heavy Metal 1984. Immerhin, na gut. Und Hexenhaus, das sagt mir aber auch was. Moment. Technical Thrash Speed Metal. Old School. Okay, ist mir wahrscheinlich schon mal covermäßig irgendwo begegnet. Aber ja gut. So, dann haben wir hier das erste neuere Mitglied seit 2021 an der Gitarre. Magnus Södermann von auch Rosicrucian.
Atrocity ehemals und Lucifer und die Howling Demons. Das ist so eine Noise-Rock-Band, Hard-Rock-Band, so ein bisschen, ja, Heavy-Metal, Hard-Rock. Power Rage ebenfalls, auch so eine Heavy-Metal-Geschichte, ein bisschen, ja. Und seit 2021 der zweite Gitarrist Ronny Björnström von... Junge, da haben die alle über vielen Bands mitgenannt, aber das kenne ich jetzt alles hier nicht. Da sagt mir gar nichts was. So, und wir haben natürlich dann noch ein neuestes Mitglied, nämlich seit 2023 erst dabei, Alvaro Svanyrü am Schlagzeug. Und auch die Bands, bei denen der so war, kenne ich außer Lucifer und The Howling Demons nicht. Doch, Azotic Rain, das ist, glaube ich, auch Thrash Metal gewesen. Oder Power Metal, warte, ich guck mal. Thrash Metal. Das gibt nur ein Album und das habe ich auch. Ja, das will ich auch nicht wieder abgeben. Ist keine Phase der Thrash Metal. Hab mir ja auch Thrash Metal gekauft, ne? So, jetzt kommen wir mal kurz zur Optik. Sehr cooles Covermotiv. Fast schon, ich möchte sagen, Lovecraftian. Ja, wir sehen hier halt so ein, ja, weiß nicht, was das für eine Gestalt da vorne sein soll. Ja, und dann hier irgendwie so Stonehenge-mäßig oder was ist das? Sieht das fast ja aus, aber es sind dann doch die Finger oder... Der Fuß oder was ist das? Das ist halt irgend so eine bizarre, weiß ich nicht, Gestalt, Kreatur. Und dann öffnet sich da irgendwie so ein Portal am Himmel oder was ist das? Sehr geil, von den Farben auch. Neues Logo. Ja, ihr seht ja hier das alte Logo im Vergleich. Ich finde das neue tatsächlich ein bisschen besser. Ja, doch, macht mehr her. Und sehr ansprechendes Covermotiv. Ich würde allerdings, ja gut, vom Logo her kann man schon darauf schließen, dass es Thrash Metal ist. Wäre das jetzt ein bizarreres Logo, dann könnte man fast vom Covermotiv an sich meinen, hat es hier vielleicht doch ein bisschen mit Death Metal zu tun, ne? Aber nee, ist dann nicht so. Hinten zentriert gesetzt die einzelnen Songtitel, dann kommen wir zum Inneren. Hier haben wir so ein bisschen, ach, geht das eigentlich ineinander über? Habe ich gar nicht geguckt gerade eben. Nee, spiegelt sich, okay. So, dann haben wir hier das sehr simple Labelprint, sehr dunkel gehalten, kaum lesbar, das Schriftzug Masrow. Da hätte ich ein bisschen knackigere Farben verwendet, aber naja, man kann es ja lesen. Ne? Hier haben wir dann halt ein Bandfoto. Dann kommen wir jetzt noch zum Booklet. Boop, zack. Da haben wir erstmal vorne drauf, also dieses Pappding hier, darf mir nicht kaputt gehen, denn wir haben hier halt keinen Bandschriftzug vorne drauf und auch keinen Albumtitel. Ne? Warum? Naja, so, dann haben wir hier halt die einzelnen Lyrics. Relativ okay lesbar, da ging eigentlich soweit klar. Ne? Hier haben wir nochmal ein Bandfoto in der Mitte natürlich. Und dann weitere Lyrics. Einfach nur. Ist okay, hier haben wir noch so ein bisschen Infokrams und Danksagungen und bla. Wie ihr das gehört. Ne? Ist okay, ist ein stabiles, ganz normales Booklet. Finde ich ein bisschen schade, dass auf dem Cover denn von dem Booklet nicht der Schriftzug auch ist. Aber ja, ist wie es ist. Kann man sich das Bild mal unbelassen angucken, ist ja auch nicht schlecht. Ne? So, dann kommen wir zu der Musik, die sich hier drauf befindet. Es geht los mit King of the Infinite Void. Da verlinke ich euch direkt ein Video zu. Und so sperrig dieser Titel ist, so eingängig ist er aber auch. Es geht halt los, erstmal im Intro hört man irgendwas rückwärts gesprochen. Ich habe keine technische Möglichkeit, hier was rückwärts abzuspielen. Sonst würde ich das sagen, was der da sagt. Ich habe keine Ahnung, was der da sagt. Weil ich weiß auch nicht, ob er das in dem Video sagt. Da könnt ihr ja hören, falls ihr rückwärts könnt. Falls ihr rückwärts sprechen könnt, wisst ihr ja, was er sagt. Es geht los. Es gibt mit Tempo Thrash Metal der oldschooligsten Sorte. In den Strophen wird es ein bisschen schneller. Und der Typ hat eine sehr kraftvolle, raue Stimme. Kommt sehr gut. Der Song hat auch einen simplen Refrain, der gut sitzt. Und ich würde es vergleichen mit Alten Testament meets gute alte Rage. Oder auch noch ein bisschen mit Phase Rage. Es kommt noch ein Song, das kommt das besonders durch. Es gibt eine stampfende Mid-Tempo-Bridge und eine kleine Strophen-Bridge und das führt dann zum Gitarren-Solo und auch technisch. Moment, was ist das für ein Label diesmal? Fireflash, da habe ich gar nichts von gehört. Du hast aber ordentlich produziert, kannst du echt nicht meckern, finde ich. So, dann kommt Through the Eyes of the Ancient Gods. Auch wieder sperriger Titel, aber im Song wird es dann griffig umgesetzt und sitzt gut im Ohr. Auch da gibt es ein Video zu, was ich euch verlinken werde. Ja, schneller, treibender Thrash Metal mit passendem, entsprechend wie gesagt, simpel gehaltenem Refrain und einem sehr schönen melodischen Solo-Part. Wirklich sehr melodisch gehalten, hat mir gut gefallen, das Solo. Dann kommt Summon Thy Demons, also der Titeltrack, steigt mit so ein bisschen Glocken und sakralen Gesängen ein und dann geht's los in den Song rein. Wir haben Mid-Tempo Thrash Metal Riffs, es bleibt auch im Mid-Tempo in den Strophen. Wir haben auch hier wieder einen simpel gehaltenen, aber dadurch eben eingängigen Refrain. Auch hier eine, ja nicht auch hier, die Solo-Passage ist hier so ein bisschen getragener umgesetzt. Es geht dann aber hinten raus, kommt es nochmal zu einem etwas schnelleren, weiteren Gitarren-Solo nach einer kleinen Strophen-Bridge.
Ne? So, und dann kommt What is Dead May Never Die. Da gibt es auch ein Video, was ich euch verlinken werde. Das steigt mit einem etwas verspielteren Gitarrenintro ein. Dann wird es preschend schnell in den Strophen. Wir haben einen melodischen Refrain und hier haben wir halt der Refrain von What is Dead May Never Die. Der könnte halt auch 1:1 von Rage sein zur Phase, ich sag mal, irgendwo zwischen Sound Chaser, Unity, Black in Mind. Ja, so die Richtung. Diese melodischen, eingängigen Refrains, die sie dann noch hatten mit Sachen wie Set This World on Fire oder so. Ja, so ein bisschen so die Richtung. Das ist ein richtig schön melodischer Refrain einfach. Ja, erneut hier eine gelungene Solo-Einlage. Allerdings hinten raus wird dann ausgeblendet. Ja, das ist auch der einzige Song, was am Ende ausgeblendet wird. Ne? Aber naja. So, dann kommt De Mysteriis in Morti. Ja, schnell preschend geht's los. Rockige Strophen, die gut vor sich herrocken. Wir haben auch einen textlastigen Refrain, allerdings ohne Titelnennung. Ja, da wird immer, also die Hook des Refrains, die mehrstimmige, liegt auf Summon the Dead. Dann kann man den Song ja auch so nennen, ne? Aber ja, es gibt einen schnelleren Solo-Part, alles gut. So, dann kommt Beneath the Sea of Silence. Auch da kann ich euch ein Video zu verlinken. Steigt mit einem ruhigen Intro ein, wird dann aber auch wieder ballernd schneller Thrash-Metal im Oldschool-Stil. Wir haben, ja, die Strophen sind in etwas schnellerem Mittempo umgesetzt, wir haben einen passenden Refrain und es gibt eine kleine Bridge mit einer gesprochenen Passage, zum Gitarrensolo übergehend. On Earth as in Hell heißt die nächste Nummer und es steigt erstmal mit so einer kleinen Sirene, so einem Sirenen-Soundeffekt ein, geht dann los, wieder wummernd, schneller Thrash Metal. Hier haben wir einen langgezogenen hellen Schrei, nicht ganz Kopfstimme Power Metal Style, aber schon ein spitzerer Schrei, sag ich jetzt mal, ne, etwas. Es gibt schnellere Strophen und es gibt einen passenden Refrain und der Refrain ist im Gegensatz zum Rest des Songs eher mit Tempo von der Geschwindigkeit umgesetzt und auch hier wieder ein etwas verspielteres Gitarrensolo mit dabei. Dann kommt Blackness Fell Upon the World, steigt mit einer balladesken akustischen Gitarre erstmal ein. Dann gesellt sich allerdings ein etwas komplexeres Thrash-Metal-Riff dazu, oder ich sag mal technischer, oder wie sagt man dazu. Die Strophen bewegen sich im Mittempo und es gibt einen guten textlastigen Refrain. Und auch das Solo war hier ein bisschen technischer, würde ich jetzt das mal bezeichnen, als bei den anderen Solos. Ja, so dann kommt Dark Spirit, das ist der vorletzte Titel. Der steigt direkt schnell ein, ballert direkt los mit treibenden Strophen. Wir haben einen Gang-Shout-Refrain, der gut sitzt und ein längeres Solo in dem Fall, das erst mit Tempo ist und dann aber vom Tempo her anzieht und zu einem schnellen Solo dann wird. Ist ja auch ein bisschen länger, das Solo, ne? So, und dann kommt der Rausschmeißer, The End of Everything, steigt mit einem kurzen Intro ein, dann gibt es wieder Vollgas, Thrash Metal und entsprechend passende Strophen und auch einen textlastigen Refrain mit dazu, der ganz gut sitzt, ebenso gut sitzen tut auch das Solo. Passt auch wieder gut zum Song. Also, Mesro mit Summoned by Demons ist auf jeden Fall definitiv was für Oldschool Thrash Metal Fans, die es melodischer mögen. Also, eingängige Hooks, eingängige Refrains, fast durchgehend, außer bei diesem De Mysteriis in Morti, in Mortui oder was, ne? Da fehlte mir das so ein bisschen, dann hätte ich den Song einfach auch Summon the Dead genannt, dann wäre es durchgängig, eingängig, catchy, inklusive catchy Refrains. Das letzte Mal habe ich ein so dermaßen eingängiges Thrash Metal Album gehört, in diesem oldschooligen Stil. Es gibt eine Band, die haben leider auch nur 2 Alben gemacht. Vielleicht gibt es da ja auch mal eine Reunion. Das waren Slaughterhouse. Ich liebe, selbst die Phase, in der ich meinen ganzen Thrash Metal verkauft habe, haben Slaughterhouse bei mir überlebt. Die sind geblieben. Ja, das erste Album heißt einfach nur Slaughterhouse. Das zweite heißt Face Reality. Und die beiden Dinger sind zwei der besten Thrash Metal Alben, die ich jemals gehört habe. Meiner persönlichen Meinung nach. Wenn es um Thrash Metal geht, dann so, wenn es klingt wie Slaughterhouse, dann habt ihr mich. Das ist 100% die Art Thrash Metal, die ich mag. Ja, sowas wie Slaughterhouse. Auch von der Eingängigkeit her, von der Umsetzung her oder eben auch sehr nah dran eben dann auch sowas hier. Alte Testament, die wurden mir später zu heftig, zu, weiß ich, auch Rage kann ich mir überhaupt nicht mehr geben. Der neue Rage-Song, Junge, ne, da bin ich raus. Das gibt mir gar nichts mehr. Oh, wir sind so böse, wir sind so hart, wir sind so erwachsen. Oh, wir sind so fett. Ne, da nehme ich nichts mehr mit draus. Nämlich nichts mehr mit draus. Aber ja, zum Glück gibt es ja sowas. Ne? Gut, ja, ich bin dann durch damit. Ihr könnt mir gerne, falls ihr eine Meinung dazu habt, unten in die Kommentare eure Meinung dazu schreiben. Ist immer interessant. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal, wie immer. Farewell.